Yes, und willkommen zu einem neuen Video. Erst einmal, wie geht's so? Alles fit bei euch? Heute schon meditiert? Eigentlich wollte ich das Thema somit ein bisschen Live-Gameplay machen, aber ich krieg's einfach nicht geschissen zu zocken und zu labern gleichzeitig. Also es geht nicht. Jetzt momentan zumindest nicht. Genau, man konnte schon lesen am Titel. Ich wollte im Grunde nur mal kurz beleuchten und kurz erzählen, wie ich auf den Namen Pepe/Hood kam. Und dazu muss man wissen, dass diese Story mehr oder weniger in zwei Teile aufgeteilt ist und wie ich überhaupt auf den Namen Pepe gekommen bin, das war über dieses eine Meme, das kennt bestimmt der ein oder andere mit diesem Ugandan-Interview und dem Oh, are you gay? You are gay. Ihr wisst schon, das da. We bring in the studio this morning one of the gay rights activists, Mr. Should I call you Mr.? Pepe Julian Onzima. Thank you for coming in. Thank you for Good morning. Me. Morning to you. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Und weil ich mal irgendwann mal wieder einen neuen Snap-Account gemacht habe, wo ich zuvor Mr. Herb war und dann ich halt irgendeinen neuen Namen gebraucht habe und ich dieses awkward funny Interviews so lustig gefunden habe, hab mir gedacht, Alter, was ist Pepe eigentlich für ein funny Name? Ihr müsst euch das mal geben. Pepe, das sind zweimal dieselben aufeinanderfolgenden Silben. Pepe, einfach fucking Pepe. P, P. Pepe! Also, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber ich finde, dieser Name ist einfach in sich lustig. Ich finde, ich feiere den einfach. Ja, und weil das ganze Meme und das Interview so ein bisschen in meinem Kopf hängen geblieben ist, war ich so lustig drauf und habe einfach den neuen Snap-Account einfach Pepe Osimaf getauft. Pepe Osimaf ist natürlich nur das, was hängen geblieben ist bei mir, weil korrekt war es natürlich Pepe O... Ja, wie war's da? Dirty Dog. Pepe Onzima. Also Pepe Julian Onzima. Genau, und hängen geblieben ist dann bei mir halt wirklich nur Pepe Osima. Und seitdem war das so als ein Nickname/Pseudonym in meinem Snap-Account verankert. Ja, keine Ahnung, ob ich das zu übertrieben sehe, aber Pepe. Fucking Pepe. Ich finde den Namen einfach genial. Pepe. Pepe. Genau, das war schon mal der eine Teil. Und wie ich dann auf endgültig Pepe Hood kam, das war so, ich war noch mit zwei weiteren Mitstreitern unterwegs. Einer von denen hat so einen übernicen Wagen gehört. Also so ein richtig nices Cabriolet. Ich weiß nicht mehr, die Automarken sind seit ich da was nahekommendes einblenden. Was nicht irgendein Mercedes, aber ist ja gar nicht so wichtig, weil das Auto war einfach so dermaßen geil. Das war so wirklich beim Lenker, das war, also ich hab's nicht gelenkt, ich bin nicht gefahren damit, aber wirklich beim Mitfahren so, Alter, das war ein Raumschiff, ein Traumschiff sogar schon. Da hat man mit so kleinen Buttons hat man sogar so die Sitze irgendwie so lustig verstellen können und jede Menge andere nur so nicer Schnickschnack hat das gehabt. Ein Karren, mit dem wollten wir mal gefahren haben, Alter. Und das Ding ist, so geil wie der Wagen auch war, so geil war er dann doch wieder nicht. Denn ausgerechnet bei einer Steige ist auf einmal irgendwas kaputt gegangen und auf einmal sagt der Herr, der den gefahren hat, shit, Alter, wir rollen jetzt rückwärts. Und dann sind wir einfach in die nächstgelegene Park-Einfahrt einfach so rückwärts eine und haben dann erstmal im weiteren Verlauf wieder den Wagen da wegschmissen, weil der dummerweise direkt von der Garage war, wo jemand raus hat müssen. Dann sind wir da erstmal gestanden in der Affenhitze und ja, wir haben uns ein bisschen die Füße vertreten, haben bisschen was zum Essen und was zum Trinken geholt und während wir auf diesen ADAC-Abschleppdienst gewartet haben, sind wir halt da auch noch so ein bisschen rum und wie man da noch so ein bisschen einspaziert ist in diese Einfahrt, keine Ahnung, war auf der linken Seite so eine riesige Wiesen, Alter, mit so einem fetten, fetzigen Haus daneben, was so richtig gräflich ausgeschaut hat. Also das Haus hat wirklich so gräflich und königlich majestätisch ausgeschaut, einfach wirklich so ein bisschen oldschool halt. Einfach so, als war das ein gräfliches Anwesen. Und bis sie weiter nur am Eck waren so kleine Johannisbeersträucher und da bin ich hier, weil das sind echt dicke, fette, reife Johannisbeeren kennt. Genau, und da war ich so lustig drauf, wie ja bei einigen Snaps immer lustig drauf bin und hab dann so rumgegaukelt, ja bla bla. Pepe Hood mit Anlehnung auf Robin Hood ergaunert sie von der lokalen Grafschaft ein paar Johannisbeeren und so. Keine Ahnung, irgendwie so habe ich das genannt. Ich finde den Snap leider nimmer und ja, da habe ich dann einfach irgendwie Pepe Hood geschrieben und dann... Pepe Hood was born. Der Name ist ja gar nicht allzu sehr vertreten auf YouTube oder sonst an sich. Ich habe nur irgendeinen Künstler gefunden, der hat sie so ähnlich Pepe Hood genannt. Den Song, glaube ich, nehme ich auch noch in die Endcard rein.
und oh, die schneiden schon davor. Ja, der Fini war auch gar nicht schlecht. Ja, ansonsten finde ich, dass Pepe Hood einfach ein sehr, sehr genialer Name ist. Einfach sneaky. Oh. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie lang oder kurz das Video ist, also... Fisch! Kack! Ja, das war schon. In dem Sinne freue ich mich, wenn es vielleicht eins Like gibt. Wer weiß? Genau, und das nächste Video, hoffe ich, sollte schon etwas früher kommen. Vielleicht am Mittwoch. Ich hoffe es wirklich, aber ich kann es dir versprechen. Genau, und den ASMR-Kanal, den darf ich jetzt einmal langsam gestartet haben. Ich muss das Video noch aufnehmen, aber das ist ja im Grunde schnell gemacht, aber ich muss es halt machen, verstehst? Ich glaube, das war's schon soweit mit dem Video und in dem Sinne, schalten Sie auch das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt. Peace out! Hey.